Ahoi Pokéballis und herzlich willkommen zu einem weiteren Wi-Fi-Battle in Pokémon Schwert und Schild. Ich glaube, da ist jemand heute ziemlich mies unterwegs. Rayquaza, geht klar, Argeon, warum nicht, kann man auch machen. Und wo man schon dabei ist, kann man ja auch noch einen Regirock mitnehmen. Und damit das nicht allzu sehr auffällt, nimmt man sich noch einige Starter-Pokémon aus den verschiedensten Regionen ins Team dazu. Ah, okay, ich dachte schon, dass ich es nicht mehr hingekriegt habe, mich für 6 Pokémon zu entscheiden. Doch, es hat hingehauen. Icy Cold Cat. Icy Cold Cat, voll der stylische Name. Okay, Kanscha, ihr kennt mich. Oh, ich habe diese Melodie so sehr vermisst. Die ist so cool. Der Beat, ey, der geht so rein. Hammer. Okay, ich fange an mit Ramot. Wollte ich nicht eigentlich mit Demeteros loslegen? Zumindest wäre es viel besser gewesen wegen der Fähigkeit Bedroher. Naja, was soll's. Bam, bada, bam, bam, bam. Okay, welches Pokémon sollte ich einsetzen? Stolos? Naja, ich habe Ice Heap. Rayquaza könnte eine Flugattacke einsetzen, aber es könnte auch eine Bodenattacke am Start haben. Darauf hätte ich keine Lust. Aber ich glaube, ich gehe rüber zu Stolos. Why not? Wegen Ice Heap. Auf einmal setzt Rayquaza Erdbeben ein. Aber ich gehe davon aus, dass da eine Flugattacke kommt. Warum nicht? Wegen Ramot und so. Zenitstürmer. Kann man machen. Boah, das sieht so cool aus in der 8. Gen. Bam, Junge. Aber Stolos ist in der Haus. Tanky. Ich habe 16 Kraftpunkte verloren. Nicht schlecht. Darauf verzichte ich erstmal. Ja, Ice Heap. Definitiv Ice Heap. Drache und Flug. Wie jetzt? Warum setzt der Donner ein? Ja, Leute. Ich möchte nur warm werden. Wow, heftig. Der Damage ist ja saftig und so. Was ist denn das für ein Rayquaza? Habt ihr das gesehen? Genau. Ich habe gerade Bock zu kämpfen. Deswegen bin ich am Aufnehmen. Und ich möchte, dass das wieder eine Standardangelegenheit wird auf dem Channel. Also gebt mir gerne in den Kommis Bescheid, falls ihr fighten wollt. Ich werde ab jetzt wieder Pokémon trainieren und trainieren und trainieren und trainieren und trainieren. Hat er noch so einige? Ich hab da noch einige. Worauf warten wir denn? Oh, ich hoffe, dass er durchziehen wird. Tortok. Am besten hau ich ab, oder? Ja. Ich habe Alola Raichu am Start. Hat er einen Boden-Pokémon im Stissel? Nope. Ich glaube, es lohnt sich, zu Alola Raichu rüber zu gehen. Daher mache ich das auch. Bam, bam. Aber die Donnerattacke hat mich mega krass geflasht. Höchstwahrscheinlich ist das so ein spezielles Rayquaza. Krass, Mann, das war echt saftig. Aber Zenitstürmer ist doch eine physische Attacke. Was ist das für ein Rayquaza? Okay, alles klar. Ausgehalten. Direkt Donnerblitz? Oder diese Mission ausnutzen? Nein, besser nicht. Bam, bam. Tortok wird nicht rausgerufen. Ich glaube, der Gegner hat einen miesen Tag. Bam, Junge, Tortok hat die Attacke einfach mal ausgehalten. Und das war's, oder? Och nee, ne? Es trifft uns. Oh nein, Alola Raichu verliert gegen einen Tortok. Wie mies ist das denn? Gut, Tortok konnte auch als erstes attackieren. Das war Tortoks Vorteil. Wie mies, ey. Mein Alola Raichu hat einfach mal gegen einen Tortok verloren. Ramot ist schneller als Tortok, keine Frage. Maruder. Ah, ich glaube, ich gehe rüber zum Meistergriff. Wegen dem Heißorb. Ich möchte den Gegner ein bisschen ärgern. Ja, jetzt lohnt sich das ja. Tortok ist sowieso kurz davor, K.O. zu werden. Und das Publikum macht mit. Boah, das ist so cool, ey. So ein krasser Unterschied. Also, die 7. Gen war ja mega cool. Natürlich auch die 6. Aber die 8. Gen ist mega cool. ja, Tempo-Heat, ne? Definitiv. Boom. Tschüssi, ein Volltreffer, ja. Aber ich glaube, wir hätten Tortok auch so erledigt. Okay, Pokémon Nummer 2 ist down. Wenn ich korrekt mitgezählt habe. Rayquaza, Tortok, ja. Mal schauen. Mal schauen, was der Gegner tun wird. Aber er ist, glaube ich, konzentriert. Beziehungsweise er gibt sein Bestes, weil er sich nicht sofort für ein Pokémon entscheidet. Sonst würde er extrem schnell das gegnerische Pokémon erscheinen.
Jetzt müssen wir warten. Okay. Für welches Pokémon hat sich der Trainer entschieden? Für Glurak, Charizard. Ich glaube, ich ziehe das hier durch. Deiner Dunkel. Gib ihm. Und dieses Glurak so schnell wie möglich down kriegen. Das war sowas von klar. Sowas von erdenklich. Boah, das sieht so cool aus, die Atmosphäre, Mann. Das chillt sowas von. Yeah. Schönes Glurak. Ja, der Kampf tut gut. Ich komme wieder rein und so. Wie es mich anguckt. Das sieht ziemlich hungrig aus. Komm zurück. Und kehre zurück. In einer größeren Form. Meister Griff. Hat alles im Griff. Okay, gut, dass wir die Verbrennung am Start haben. Wegen der Fähigkeit Adrenalin. Dann können wir mehr Damage machen. Die Kampfattacken bringen nicht allzu viel. Deiner Düse. Junge! Mist, ey. Na, immerhin. Immerhin. Mist. Sehr effektiv, aber Meistergriff hat alles im Griff. Ja, immerhin, immerhin, immerhin. I am happy. I am happy. Ah, jetzt setze ich einfach mal Tempo-Dieb ein, oder? Oder? Durch Meistergriff zurückholen. Ich meine, eine Prioritätsattacke ist immer gut. Ah, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, ich bleibe im Kampf. Weil wenn jetzt Glurak mein nächstes Pokémon erwischt, dann kann es ziemlich schlecht aussehen für dieses Pokémon. Hahaha. Alles klar. Tempo-Hieb. Ach Mist. Die Attacke ist keine Prio-Attacke mehr. Wenn das Pokémon da deiner Form ist. Ah, okay. Das habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt. Ja, dieses Glurak ist ziemlich bitter und so. Und nun, was machen wir? Oh, Raichu. Ja, ich gehe rüber zum Marowak, kein Problem. Natürlich nicht. Naja, eigentlich würde Erdbeben jetzt ziehen, ne? Ich meine, Glurak ist ja nicht mal am Fliegen, sondern es steht. Aber, war nur Spaß. Bam, Bedroher. Kommt, wie gerufen. Mann, ist die Qualität nice. Oh Mann, ey, ich muss gerade daran denken, wie ich mit dem iPhone aufgenommen habe. Ah, das war so cool, ey. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich konnte gerade nicht sprechen, weil ich mich darüber innerlich nicht aufgeregt habe, sondern mich darüber eher amüsiert habe, richtig. Mann, ey, was habe ich mir nur damals dabei gedacht? Einfach mal aufnehmen. Mit dem iPhone. Abfüllen. Ab geht's. Nice, getroffen. Wie es mich anguckt. Dieser Blick, ey. Was hast du gerade gemacht? Ich will jetzt schlafen. Nice. Okay. Ja. Drei Pokémon müssen wir noch besiegen. Chillt, ey. Ja. Leider muss man aber ein bisschen schnell machen, ne? In der 8. Gen. Die Zeit ist ziemlich begrenzt hier. Naja. Hat vielleicht auch so seine Vorteile. Ich glaube, man müsste des Öfteren an Wi-Fi Battles teilnehmen, dann kann man das besser feststellen. Gegner, was musst du da? Vivi. Oh nein, Argoyan. Das Pokémon hat mir ja noch gefehlt. Leider kann ich jetzt Erdbeben nicht einsetzen wegen Walschal. Mist, ey, das Pokémon ist auch richtig dangerous. Glaube ich. Zieht euch. Ja, nice, Demeteros. Oh, was für ein... Ach, Mann, ey. Was für ein elender Damage. Das hat ja kaum was gebracht. Wobei, das ist jetzt auch mega krass übertrieben, was ich sage, aber... Na, keine Ahnung. So viel war das jetzt auch nicht. Aber gut, was habe ich denn erwartet? Ja, ich ziehe das hier durch. Dieses Pokémon muss unbedingt verlieren. Argoyan ist ziemlich bitter. Und Regirock, genau, Regirock. Da sollte ich auch nochmal aufpassen. Wobei, ich habe ja Marowak am Start. Der Verteidigungswert von Regirock war doch ziemlich heftig, oder? Ja, da war doch was. Und Registeel hat doch einen sehr, sehr krassen Spezialverteidigungswert. Korrigiert mich bitte, falls ich falsch liegen sollte. Und da ist der Trainer, er guckt. Und ich gucke auch. Verbindung wird hergestellt. Oh, bitte, bitte, Internet, mach jetzt keine Faxen. Eigentlich geht es dem Internet wieder gut. Seit gestern Abend.
Komm jetzt. Hallo. Ja, dann ziehen wir uns einfach die Gegend rein. Sieht ziemlich nice aus. Darauf bin ich ja schon einige Male eingegangen. Boah, das sieht aber fresh aus. Hä, Rotham? Warst du immer gelb? Ey, Hammer. Richtig cool. Bam, ey, das war nice. Richtig wunderschön. Volltreffer, oder? Egal, beim nächsten Mal. Mülltreffer, oh nein. Und es trifft mich noch. Oh nein, das wird müllig. Gut, ausgehalten. Kein Problem, ist nicht so effektiv und so. Boden. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Der Beat ist so heftig. Bam, bam. Oh, Erdbeben wäre so cool. Komm jetzt, verliere. Okay. Der Meteor sieht so cool aus, wenn ich für einen Hagel einsetze. Ein auf Oswitze, komm her mal. Ich mach die fertig. Yeah. Oh, 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 oh. Die Vergiftung. Aber, ja, ist jetzt nicht allzu schlimm. Ich glaube, ich werde jetzt den Meteor rausrufen. Ja. Oder? Yeah, shiny Gewaltro. Richtig beautiful. Nice, ey. Die shiny Pokémon der 8. Gen sehen sowieso richtig cool aus. Hammer. Ah, Nintendo Switch und so. Okay, ich hau ab. Ich hau ab, ich hau ab, ich hau ab. Ramot. Da ist deine Chance. Ja, das ist das Pokémon, welches ich in Pokémon Schwarz gefangen hatte. Und wisst ihr, was cool war? Ich weiß, als ich das Pokémon gefangen hatte, habe ich mir sofort das Wesen angeschaut. Und es hat original das Wesen scheu gehabt. Also ich musste nicht irgendwie Soft Reset mit dem PC. Direkt mit dem Wesen scheu. Oder ist das Standard? Flammkörper! This is so cool, man! Gut. Das macht die Lage besser. Vielleicht hat ja das Gewaltroh Focus Gold bei sich. Das wäre ziemlich nervig. Falterreigen? Ja, ich glaube, ich sollte es nicht unterschätzen. Wobei doch, ich setze Falterreigen ein. Wegen Regirock. Vielleicht kann ich ja mit Ramot gegen Regirock noch fighten. Naja, warum nicht? Ey, wie gefällt euch eigentlich das Bild? Beziehungsweise das Spiel an sich. Und auch hier die Kampfarena. Ich flash darauf jedes Mal. Das sieht so schön aus. Okay, früher habe ich im Real Life an solchen Orten Brezeln, Popcorn und Eis verkauft. Vielleicht fühle ich sowas umso mehr. Ja, früher vor 5, 6 Jahren. Komm jetzt! Mann ey, was machst du Trainer? Oh, nebenan wird gerade Staub gesaugt. Auch nicht schlecht. Nicht aufgeben. Rapidschutz. Ja gut, vielleicht war das gar nicht verkehrt, Falterreigen einzusetzen. Ich meine, Damage kriege ich jetzt nicht ab. Also ist alles bei plus minus null auf den Schaden gezogen. Wobei für Scampi nicht mehr. Okay. So, jetzt geht's ans Eingemachte. Käfergebrumm. Bum, 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 bum. Mal gucken. Ich gehe nicht davon aus, dass der Trainer sein Pokémon rausruft. Wenn er jetzt sein Pokémon rausrufen würde, dann würde ich mir denken, heftiger Typ. Nein! Er ruft wirklich sein Pokémon zurück. Meint er das ernst? Die ganze Zeit macht er das nicht. Er macht das die ganze Zeit nicht und jetzt macht er das, willst du mich reinnehmen? Wow, voll heftige Damage. Da, jetzt dreht er bestimmt durch. Also wenn er jetzt aufgibt, ne? Nö, Respekt, 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 Respekt. Heftiger Typ, ey, er ruft jetzt sein Pokémon zurück. Geil. Ich komm drauf nicht klar. Ich glaube, er wollte nur Spaß machen. Heftiger Typ, ey. Heftig. Das war aber gut. Das war nice. Lustig. Ja, jetzt braucht er wieder lange. Ja, für welches Pokémon soll ich mich entscheiden und so? Nee, ich glaube, es gibt da intern Probleme. Icy Cold Cat. Richtig lustig, ey. Der Kampf ist richtig lustig. Aber gut. Die nächsten Kämpfe werden bestimmt heftig. Ich gehe stark davon aus, dass ich demnächst wieder Leute kennenlernen werde, die übertrieben krass unterwegs sind. Die Verbindung zum Spielpartner wurde unterbrochen. Ja, willst du mich reinlegen oder was, Mann? Ich werde das Video trotzdem hochladen. Das passiert mir immer wieder, wenn ich gegen andere kämpfe.
Okay, Leute. Naja, eigentlich wollte ich mit diesem Video nur sagen, dass ich sehr gerne wieder an den Wi-Fi Battles teilnehmen möchte und zu denen auch gerne Videos machen will und diese dann hier auf dem Channel hochladen will. Wenn ihr Interesse daran habt, gebt mir gerne in den Kommis Bescheid. Ja, ich bin die meiste Zeit über entweder auf YouTube, Twitch, Instagram und Discord erreichbar. Ansonsten danke, dass ihr da wart und ich hoffe, dass euch dieser Kampf, ja, Spaß gemacht hat. Bis bald. Tschüssi.